Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber dieser United-Flug, United Airlines, mit dem armen Kerl, der rausgezogen wurde, was im Flugzeug mitbekommen? Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Die überbuchenden Flugzeuge sind sozusagen selber schuld, dass sie Sitze mehrfach verkaufen. Und dann werden die armen Leute, die bezahlt haben und im Flugzeug sitzen, einfach ausgenockt und rausgezogen, wie aus so einem Schweinemastbetrieb. Wo gibt es denn sowas? Also ich meine, gut, das hat natürlich auch so einen extremen Aufschrei durch die ganze Nation gegeben. Viele Stars haben gesagt, sie fliegen nicht mehr United und so weiter. Ich glaube, das war die größte Anti-Werbekampagne, die United Airlines jemals fahren konnte. Aber wie sie das wieder gut machen wollen, keine Ahnung. Mr. Dow, das war der Herr, dem das Ganze passiert ist, der war danach so fertig, dass er zur Polizei gesagt hat, er schießt mich einfach, bringt mich um. So in die Richtung wurde kolportiert. Er ist selber Arzt und hat gesagt, ich muss morgen um 8 Uhr arbeiten, ich bin Arzt, und war komplett verstört. Angeblich hat der Kurs von United Airlines zwischendurch bis zu 1 Milliarde Dollar verloren. Und naja, nicht nur Jesse Jackson, der berühmte Bürgerrechtler, ist mit Plakaten und einigen Demonstranten durch den Chicagoer Flughafen gezogen, sondern auch die Anwälte von Mr. Dow haben eine kräftige Klage vorbereitet, wenn man den Nachrichten glauben mag. Das wird also nicht billig. Hätte glimpflicher ausgehen können für beide Seiten. Also, wie geht denn sowas? Ja, mittlerweile macht sich nicht nur die Presse darüber her, sondern auch das komplette Internet ist voll davon. So wie auch ich berichten viele darüber, über diese unsägliche Zwischenlandung. Und ich habe ein paar Ausschnitte gefunden von den ersten Späßen, die sich mittlerweile einige Prominente erlauben. Wobei die natürlich nicht auf Kosten von Mr. Dow sind, sondern auf Kosten der Airline. There was a video posted that went viral. Everybody was angry at United for the way they handled it. Now there's a reason I'm telling you this, and I'm sorry to say, but one of you has to leave. And I have to... I would not do that. One of the things that was the big... I think there were a lot of issues here, but the biggest problem was the way that United handled it. They had a computer pick a random person and just took them off the plane. That seems like a bad policy. Here's a better policy. Don't overbook your flight. Interesting situation here. So I'm sure you saw it in the news, but yesterday there was this video of a guy being ejected off of a United flight. They overbooked the flight. They didn't have a seat for him. They asked him to leave. He refused. They dragged him off the plane. Whenever anything like that happens, I always ask myself, what would I do in that situation, especially today when I'm actually flying on a United flight? Wish me luck. Das waren also die neuesten News zu den unwichtigen Nachrichten dieser Welt. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Vielleicht. Bis bald. Ciao. Das ist jetzt also der ultimative... Und also... Irgendwie sind da noch so Falten hinten drin. Da. Und da. Gucken, ob die jetzt weggehen. Das ist jetzt also der ultimative Greenscreen-Test mit Softbox aufgestellt und Beleuchtung von hinten. Mal gucken,
hat sogar den Bart gestutzt, den Hut aufgesetzt, um die Kanten etwas schärfer zu kriegen. Mal sehen, ob das klappt.